Servus Fußballfreunde, willkommen zu einem neuen Vergleichstest. Heute haben wir den Predator LZ2 gegen den Predator LZ1. Viel Spaß beim Schauen. Vom Komfort her liegen beide Schuhe auf dem gleich hohen Niveau. Der LZ2 ist etwas enger, hat aber auch eine etwas längere Einlaufphase. Von daher ist es für mich ein Unentschieden. Beim Ballgefühl liegt aus meiner Sicht der LZ2 etwas weiter vorne, da das Material noch etwas griffiger ist und man dadurch vielleicht im Endeffekt etwas mehr Kontrolle über den Ball besitzt. What would you do if you had $1 million? I tell you what I'd do, man. Two chicks at the same time, man. Beim Gewicht sind beide Schuhe identisch und wiegen ca. 240 Gramm in der Schuhgröße 44. Die Verarbeitungsqualität und Haltbarkeit von dem Predator LZ ist auf jeden Fall sehr gut. Ich spiele mit dem LZ1 schon seit circa einem Jahr und habe bisher noch keine Probleme gehabt. Und da wird sich auch der LZ2 in dieser Richtung einordnen. Abschließend kann ich sagen, dass der LZ2 auf jeden Fall nochmal eine kleine Steigerung gegenüber dem LZ1, dem Vorgänger, ist. Und insgesamt würde ich auch deshalb 0,5 Punkte, insgesamt also 9,5 Punkte, dem Schuh geben und kann auch diesen Schuh auf jeden Fall bedingungslos empfehlen und ist auf jeden Fall auch einer meiner Lieblingsschuhe bisher 2013. Wer aber nur ca. 100 Euro zur Verfügung hat, sollte sich auf jeden Fall den LZ1 anschauen, den es jetzt mittlerweile im Ausverkauf gibt. Und ja, der ist dann dadurch deutlich günstiger und auf jeden Fall immer noch eine Empfehlung wert.